Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Sende. Heute geht es um diese Rückfahrkamera. Sie war blind, diese Kamera. Hier unten war es völlig verdreckt. Das Ganze war oxidiert. Hier auch diesen Schutz, damit wir einen Schutz haben für eine Hülle, wenn wir die rauf und runter ziehen, damit wir da sauber drüber wegziehen können. Wie wir das Ganze gebaut haben, wie wir das Ganze gemacht haben, wie wir das Ganze repariert haben, schaut es euch an. Ihr seid dabei. Diesmal geht es nur um die Kamera. Auf geht's. So, wir beschäftigen uns jetzt hier im Haus mal mit dieser Kamera. Die scheint hier wirklich blind zu sein. Die ist sehr oxidiert hier. Und hier nehmen wir mal diese Halter hier ab. Die wollen wir etwas anders haben. Die sitzt quasi so hinten dran. Und hier sitzt der Schirm so drauf. Und dadurch, dass der Schirm so drauf sitzt, haben wir hier zwei scharfe Kanten. Und wenn wir dann die Wohnwagenabdeckung da drüber ziehen oder irgendwas. Das ist alles doof, das wollen wir anders haben. Zuerst müssen wir erstmal gucken, ob die wieder einwandfrei funktioniert. Unser Material bröselt hier so ein bisschen auseinander. Das gucken wir uns aber später mal genau an, weil das wollen wir ja neu lackieren. Ja, wenn es so nicht kommt, wichtig ist hier an diesen Ecken, weil da sitzt nämlich eine Dichtung oder sowas, oder was man so dazu sagen sollte. Also, ja, das ist die Farbe. Auf jeden Fall könnt ihr das hier sehen, das ist der Dreckpunkt und meistens kann man den hier wegwischen, aber nur von innen, das ist das Problem. Und dann ist das auch wieder sauber. Ja, dies hier scheint eine Art Sikaflex zu sein. Hier drinnen die Scheibe ist festgeklebt. Dieses Pulver hier, das solltet ihr nicht einatmen, weil das scheint so ein Aluminium-Spritzguss zu sein und das ist nicht gesund. Das ist Aluminiumoxid. Natürlich auch hier, nachdem wir das von außen so weit gereinigt haben, jetzt machen wir hier innen die Kanäle sauber, weil das muss ja nachher alles wieder schön abgedichtet werden. Und das machen wir einfach mit Sikaflex hier. Das ist natürlich ein bisschen filigrane Arbeit. Das Glas müssen wir natürlich nachher peinlichst genau reinigen. Nachdem wir jetzt auch diese Kanäle hier grob gereinigt haben, werden wir es gleich mal mit Pressluft sauber machen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Aber erst machen wir hier den Dreck weg. Hier bei dieser Kamera werden wir nichts machen. Wir werden diese Kante reinigen. Dann werden wir diesen Deckel wieder peinlichst genau reinigen. Dann kommt der Deckel da wieder drauf. Und wenn das alles fertig ist, werden wir es hier abkleben und dann werden wir es lackieren, dass wir hier sozusagen noch eine Lage Lack drauf kriegen. Und dies hier werden wir dann von außen abschleifen. Hier haben wir auch keine losen Sachen dran. Der hat sich nicht gelöst. Da ist die Farbe auch runter. Das ist auch anders lackiert worden. Das ist nicht so oxidiert. Wichtig ist in diesem Bereich, dass man diese Ecken hier sauber macht, diese hier. Und wisst ihr noch, hier an der Kante, hier ist so eine kleine Macke. Ich weiß nicht, ob man das da sieht, aber gut. Deswegen immer versuchen, hier bei den Schrauben irgendwie das auseinander zu hebeln. Ja, immer hier an diesen Schraubenecken, weil sonst sind wir hier in diesem Kanal drin. Und wenn hier eine Ecke wegbricht, das ist nicht tragisch, aber hier kann das schon zu Schwierigkeiten führen. Und nachdem wir dieses Gehäuse jetzt so möglichst gut gereinigt haben, werden wir also das nochmal mit Spiritus das Glas hier reinigen. Dies hier mit solchen Wattestäbchen. Hier von außen ist das nicht ganz so entscheidend. Das müssen wir nach dem Lackieren sowieso wieder reinigen. Aber wenn wir das hier außen nicht sauber haben, dann können wir drinnen nicht erkennen, ob es hundertprozentig sauber ist. Und immer wenn wir den einmal benutzt haben, zur Seite, nehmt einen neuen. Die Dinger kosten nichts. Auch die Linse hier
reinigen wir, aber nur mit einem angefeuchteten Lappen. Wenn wir das alles sauber haben, machen wir uns an das Zusammenbauen. Wir werden den Kleber auf diese Seite aufbringen und wir können das auch nicht so fein drauf drücken. Also werden wir das hier, unseren Sikaflex, nehmen und den vorsichtig hier so von der Kante reinspachteln. Jetzt kommt der so rum da drauf. Und natürlich super vorsichtig arbeiten. Packt euch den so an, dass ihr da gut... Da hat man ja echt Schiss. So. Jetzt kommt das hier überall raus. Jetzt machen wir erst die Schrauben rein. Ein bisschen nachziehen die Schrauben, aber es sind nur ganz kleine, viele Dinger. Jetzt nehmen wir erstmal mit einem Tuch das überschüssige Material runter. Jetzt sollte unsere Kamera wieder einsatzbereit sein. Hier an dieser Ecke kann man sehr schön sehen, wo wir aufgehebelt haben. Und das ist eben genau hier bei dieser Schraube gewesen. Da müsst ihr drauf achten, weil sonst macht ihr hier in der Mitte die Dichtung kaputt. Jetzt müssen wir das hier vernünftig abkleben und dann lackieren wir die über. Das ist unser Halteblech. Das lackieren wir natürlich gleich mit über. Also, wir haben hier einen Kunststoff und wir denken, die Kunststoffbiegungen sind ein bisschen kurz gekommen. Und für unsere Kamera, da wollen wir eine Abdeckung haben, wo wir die Abdeckfolie, also die Abdeckplane quasi auch sauber drüber wegziehen können. Mit so einem viereckigen Penübel da oben, da bleiben wir dran hängen, reißen uns die Plane kaputt und sonst was. Das ist doof, das wollen wir nicht. Jetzt versuchen wir mal eine kleine Kunststoffbiegung zu machen. Ihr seid dabei und auf geht's. Vom Wohnwagen noch ein Kunststoffbrettchen. Hier haben wir noch eine gerade Kante. Die ist auch recht gerade. Wollen wir mal sehen. Wir messen so ungefähr ab, dass wir hier noch eine Dichtmasse reinkriegen. Ist ja alles so Pi mal Daumen. So, Strich ist überall gut zu sehen. Anziehen. Einen Schlag anziehen hier, klack, festmachen. So, Heißluftföhn nehmen. Ziehen wir aber Handschuhe an. Weil das könnte jetzt unter Umständen wärmer werden. Muss ich den so halten. Jetzt mache ich erstmal so einen Bogen. Den muss ich ja auch gerade haben, damit er sich ja nachher auch am Wohnmobil anpasst. So. Ziehen wir den erstmal. Ja, und dann cuttern wir den im warmen Zustand. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mir hier nicht in die Finger schneide. Und warm muss der natürlich auch noch sein. Ja. So. Und jetzt bürtel ich den noch eben um hier. Ja. Wird jetzt so eine Mütze. Hier bürtel ich mir den jetzt schön um. Von der anderen Seite kann ich den gleich noch schneiden. Ich muss nur erstmal Form reinkriegen. Kunststoffbiegen nennt man das. Jetzt haben wir den schon so weit. Der muss natürlich nachher noch gerade. Sehen, ob uns das jetzt gelingt.
müssen wir hier noch die Ecken rausnehmen. So, so soll es dann nachher dran sitzen. Unsere Abdeckung. Der passt so weit dran. Das werden wir jetzt noch alles hier ein bisschen ausbiegen, dass wir genaue Planungen haben in irgendeiner Form. Und dann hier das noch verfeinern. Naja, hier müssen wir jetzt mit der Kante weggehen. Hier sind wir dann schon ziemlich weit runter, dass wir genau auf diese untere Kante sind von unserem umgebürtelten. Somit bürsten wir das noch ein bisschen ab. Wir ziehen das einfach mit der Klinge runter. Den Rest, wir haben das hier möglichst alles gerade gemacht. Das ist jetzt unsere Abdeckung. So sitzt sie drauf, so sitzt sie nachher an der Wand von dem Wohnmobil. Wir haben das möglichst gleich hingebogen, hingefummelt, sozusagen ein bisschen Plastik biegen. Und jetzt ziehen wir da nochmal eben eine Folie drauf. Ne? Vorher einmal reinigen mit Aceton. Ja, der Strich, ob der drauf ist oder nicht, das ist egal. Von innen wollen wir da eine Folie reinmachen, damit man von unten hochguckt, auch Wagenfarbe sieht. Erster Versuch. Ah, sieht schlecht aussehen, tut's nicht. Einmal um die Kurve rum poliert. Jetzt müssen wir aber hier einen Kompromiss machen, weil ich hier zu viel Material habe. So, unsere Abdeckung ist fertig. Ja, so soll sie ran. Hier unten, das ist nicht ganz so schön geworden wegen dem kompletten Umzuziehen. Aber von hier oben sieht das eigentlich soweit alles gut aus. Damit wir hier glatte Kanten haben, wenn wir doch mal die Folie rauf und runter ziehen, damit das nicht so scheuert wie bei dem anderen. Jetzt ist nur die Frage, passt unsere Kamera da auch dementsprechend drunter? Wenn wir uns das so angucken mal, so im Zusammenhang, sollte das irgendwie so funktionieren. Bin schon gespannt. Wir werden sehen, wir werden anbauen. Mittlerweile ist unsere Kamera wieder trocken. Sie ist fertig lackiert. Sie sieht tippitoppi aus. Ja. Hier oben muss jetzt die Folie runter. Das machen wir ganz vorsichtig hier irgendwo in der Ecke. Die kann sich wieder sehen lassen. Ne? Ist wieder eine richtige Kamera. Bauen wir mal auf die Schnelle eben an, ne? Hier sehen wir jetzt, hier sehen wir nochmal das Bild von unserem Monitor hinten. Wir haben ein sauberes Bild nach der Überarbeitung der Kamera. Und Lasko, geh doch mal durchs Bild. Also Lasko sitzt jetzt hier ganz äußerst an der Ecke. Und wir können ihn gut sehen mit unserer Heckkamera. Das ist der Eckpunkt. So ist gut, Lasko. Ja, ich denke, die Kamera macht ein gutes Bild. Wir haben ein paar Differenzen. Das ist hier echt nicht. Das sind die Bilddifferenzen. Hier an dieser Seite befindet sich unsere Sicherungsschraube. Diese hier vorne, das ist zum Absichern, damit sie sich nicht hin und her bewegt. Hier in diesem Bereich haben wir auch Dekasel drunter. Hier dicht haben wir unser Dichtmittel. Hier kommt manchmal noch so ein bisschen Dekasel raus. Aber das ist kein Problem. Das lassen wir so. Und da müssen wir vielleicht noch mal drüber wegtempern. Hier sehen wir noch mal die Rückfahrkamera, wie sie jetzt von oben aussieht. Beziehungsweise von unten. Ja, das war der Film von der Rückfahrkamera. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Wenn ihr öfter mal solche Filme sehen wollt, dann könnt ihr uns am besten abonnieren. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und die ist jetzt dran, das funktioniert. Die ist auch haltbar, die ist stabil. Ja? Wir sagen bis denne, Usterhenne und tschüssi.